Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grid 2. Jawohl, wir machen hier weiter. Erstes Rennen haben wir gewonnen mit der Dodge Viper. Weiter geht's mit dem zweiten und dann noch das dritte. Und dann mal sehen, was dann noch kommt. Nee. Guck mal da, da liegt wohl die Dackelkacke. Komm, lad ein Hinde hier. Gerade mal einen Schluck trinken. Achte auf Abzweigungen, damit du nicht in der Leitplanke endest. Klugkacker. Weh, ich starte wieder von ganz hinten. Nein! Nur von ganz vorletzten! Idiot. Ein ganz normales Rennen heute. Kein Problem für dich. Ja, wieso darf ich eigentlich nie eine Qualifikationsrunde machen? Was? Damit bist du in der Mitte des Feldes. Oh, was ist das für ein Trottel? Mann, verpiss dich jetzt! Nicht mehr weit bis zu Platz 3. Dann hol ich mir jetzt! Da warst du etwas zu früh auf der Bremse. Nee, war ich nicht. Wir müssen hier lang, da vorne ging es rechts ab. Dodgy, Dodgy. Schöner LKW-Motor, der da vorne drin sitzt. In echt. Amerikanisches Duell. Dodge Viper gegen Corvette. Noch drei Runden. Hast die Führung übernommen. Ja, und jetzt fangen wir an auszubauen, weil die Dodge hat einfach so viel Leistung. Wo sie rausgekommen ist, das ist schon lange her, da waren sehr, sehr lange dominant in den GT-Serien. In echt. Wohl bemerkt, in echt. Fahre ich mich einfach geradeaus weiter. Scheißegal, dann geht's halt mal ein bisschen langsamer durch die Kurve. Der Zweitplatzierte liegt nur 5 Sekunden zurück. Mach keine Fehler. Oh, jawohl. Klappt doch. Sehr gut. Das war die schnellste Rennrunde. Ich glaube, das geht noch schneller. Das Problem ist wirklich, das Limit der Dodge Viper wirklich herauszufinden. Das herausgefunden hat, wie man mit der driften kann, ich glaube, dann ist man so saumäßig schnell. Okay, Junge, du liegst weit in Führung. Konzentriere dich aufs Fahren, dann gewinnst du dieses Rennen. Ja, jetzt kommen wir hier lang. Ich will die Zeitlupe jetzt nicht benutzen, weil wir haben nur noch 3. Was für ein Drift. Halte deine Position, dann hast du gewonnen. Der Geräusch auf der Startlinie passt gar nicht. Na komm. Ja.
sollte. Wozu? Und jetzt so. Nicht so ganz geklappt, wie ich das wollte. Aber es funktioniert. Es funktioniert mit der Deutschen. Jawohl. Da haben wir nochmal richtig schräg gestellt. Jawohl, Leute. Ich würde mal sagen, wir stecken die ganz schön mit der Dodge in den Sand. Steck den Kopf in den Sand und schäm dich. Jawohl. Okay, du bist jetzt der Gejagte und führst die Gesamtwertung an. Oh, schon seit dem ersten Rennen, du Idiot. 8 Punkte Vorsprung. Letztes Rennen. Jetzt komm. Mach ein Hinne, du da, du da, day. Mach ein Hinne, du da, du da, day. Ey Gott! Hallo Kalifornien! Halt dich vom Streckenrand fern, sonst kann es ganz schnell vorbei sein. Im Moment liegst du in der Wertung vorne. Behaupte dich gegen die Verfolger. Einen Augenblick mal. So, da bin ich auch wieder zurück. Jawohl, weiter geht's. Für euch nur ein Sekündchen gewesen. Warum? Wir dürfen mal als Siebter starten. Weil hier haben wir keine Bande. Hier wird's schwer. Vierter schon. Einfach so gut wie möglich hier fahren und versuchen sauber rumzukommen. Das ist auch nur eine Runde. Ruhig, Baby, ruhig, ruhig. Beobachte jetzt genau seine Rennlinie und geh an ihm vorbei. Scheiße. Boah, der ist hier nicht zu halten, echt nicht. Wahnsinn. Scheiße. Erster. Oh, Leute. Wahnsinn. Hebelig wie so ein kleines Kindchen. Weil er wirklich saumäßig schwer ist, auf der Straße zu fahren. Komm, Rückstopp, Baby, komm. Wahnsinn! Backe! Boah, jetzt aber! Jetzt kommt so eine Scheißkurve!
überall Feuerwerk, da müssen wir hin. Absolut geil, diese ganzen Lichteffekte nebenbei. Ja, so viel Zeit habe ich hier, um mir das Feuerwerk anzuschauen, dann anfangen. Ja, Leute, gewonnen. Geile Sache. Boah, Wahnsinn. Wahnsinn. Boah, weiter geht's. Also, das nenne ich mal eine klare Ansage, mein Freund. Du wirst weiter siegen und niemand wird dich aufhalten. Alle drei Siege geholt. Was will man mehr? Das war wohl eindeutig dominante Ansage. Würde ich wohl mal sagen, oder? Simeon. 169.000. Ich will mal schauen, was wir kriegen. 8.069.875. Gut, du musst das Auto wählen, mit dem du an den Start gehen willst. Ach du Scheiße. Okay. KTM hat auf jeden Fall weniger Topspeed. Beschleunigung ist der KTM auch schlechter. Leistung hat er zwar mehr und Gewicht hat er dafür aber auch mehr. Der ist besser. Den nehmen wir. Okay, du kannst das Auto sofort nutzen. Ja, das ist, sagt uns klar. Es gibt noch ein paar Rennen. Beginne mit deinem stärksten Event und bleib in Form. Wir nehmen mal das Promo-Rennen, wo wir eingeladen. Hongkong. Boah, genug Promo-Rennen schon wieder. Leute, Wahnsinn, was ist hier los, ey? Okay, den haben wir gemacht. Dann kommt das. Nehmen wir nur mit der Dodge. Macht mir gar nichts, das Auto mag ich. Ich weiß, man kann hier die Autos auch tunen oder andere Sachen machen. Aber ich finde, die Fahrzeuge, die da kommen, die reichen vollkommen aus, Leute. Man gewinnt das ja eindeutig hier. Man kann die wohl verändern, in die Hongkong Autos. In Hongkong erwarten dich ein paar technisch anspruchsvolle Passagen. Bleib immer konzentriert. Was müssen wir denn machen? 5 Sekunden Vorsprung, alles klar. Du ziehst schön davon. Push weiter. Boah, was für ein Drift. Was für ein Drift, Leute. Wahnsinn. Er muss kämpfen, um dir folgen. Uiuiui, das war scheiße. Das war noch beschissener. Ey Leute, was mache ich denn jetzt, bitteschön? Schön auf die Straße schauen. Langsam bekommst du Probleme. Ach, Schnauze. Fährst du, da fahr ich. Gute Arbeit. Er fällt zurück. Er kommt dir langsam näher. Versuch die Lücke zu vergrößern. Geradeaus nur. Super! Du hast das Tempo hochgehalten und ein Ziel abgehakt. Oh, Backe, Leute. Wie soll man die Kurve nehmen? Das gute Stück bricht sofort aus beim Bremsen. Ich gehe jetzt mal nur vom Gas. Ja, Leute. Wir hatten keine Zeitlupe mehr, aber wie soll ich die Kurve bitte schön schaffen?
keine Ahnung. Boah, ey, von 280 runter. Du hast die Ziele für dieses Event nicht erreicht. Ja, Neustart, halt die Schnauze. Ah, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wir drücken einfach mal auf Weiter, vielleicht kriegen wir ja die andere Herausforderung noch. Ja, genau. Wieso hebel ich hier? Mann, ey, ich krieg hier echt gleich einen Film, Leute. Echt. So. Du machst Boden gut. Push weiter. Wegen zu aggressiven Fahrens verloren. Wie bitte? Er ist uns hinten reingefahren. Disqualifiziert. Versuchen wir es nochmal. Was soll denn der Scheiß, Leute? Der fährt uns in Arsch und wir werden disqualifiziert. Gut, du kannst an einem Promo-Event teilnehmen. Ja, nächstes Mal würde ich sagen, Leute, eine geile Lachnummer. Ich würde mal sagen, kleiner Spielfehler. Kannst du sicher viele neue Fans gewinnen. Ja, kleiner Spielfehler würde ich mal sagen. Macht nichts. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Squid 2 bei Glabur auf Channel. Ciao, Lowe, bis zum nächsten Mal.